Hallo, ich bin wieder unterwegs vor einem Hauseingang mit. Nein, jetzt geht die Katze weg. Oh nein. Also ich wollte mich natürlich stilvoll mit Katze in Szene setzen. Ja, dreh dich um. Genau, ich bin wieder unterwegs. Entschuldigung, ich muss gerade diese Katze beanstarren. Wieder auf wolligen Gestaden unterwegs. Und es wird richtig spannend. Vor einem Privathaushalt. Ich werde euch gleich in eine magische Küche entführen, wo Magie entsteht. Oh Mann, bin ich heute wieder sehr weit gefächert mit meinen verbalen Ausdrücken. Ich freue mich total. Und das, ups, Entschuldigung, mein Finger. Ich freue mich total, euch in die Küche von der Frau Volante zu entführen. Die habe ich ja damals in Aschaffenburg kennengelernt und jetzt vor kurzem auf der Volandia wieder getroffen. Das ist ja eine ganz süße, eine ganz liebe. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ein kurzes Video von ihr, von ihrem Wolligen machen möchte. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Da gab es ein Fotobombing, ein Videobombing. Ich würde sagen, bevor ich jetzt noch lange durch die Gegend fahre, die Katze ist eh weg, von daher gibt es nichts Interessantes mehr, gehen wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und da sind wir auch schon in der Küche. Los geht's. Ich nehme euch mal mit. Ich versuche jetzt ganz langsam zu laufen, ganz langsam zu schwenken, damit da keinem schlecht wird. Also hier sehen wir schon ein bisschen was. Es gibt auch was ganz Besonderes. Das zeige ich euch aber gleich. Ich will euch mal hier den tollen Kamin zeigen. Der ist so heimelig, oder? Oh, hier würde ich auch gern färben. Oh, ich bin so schnell. Entschuldigung. Ich mache langsam. So. Hier sehen wir nämlich ganz viele aufgebaute Sachen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal zeige ich euch hier ein bisschen Krimskrams. Das heißt Krimskrams. Tolle Sachen, die hier rumstehen, die aus einem bestimmten Grund hier rumstehen. Erstmal hier noch ungefärbte Rohwolle. 600 Meter Lace mit Seide. Oh, die fühlt sich schon so toll an. So, hier haben wir dann Farben. Also wir sind gerade mitten in der Action und ich schwenke jetzt mal rüber. Da wird schon verdächtig geraschelt. Tüte, ja. Da ist die Valentina, ist gerade schon mitten dabei und das finde ich so super, dass wir jetzt ein Video machen können, während sie dann ihrer Tätigkeit nachgeht, dem Färben. Und das finde ich total spannend. Da werden erstmal die Stränge ausgewickelt. Sie färbt in ihrer Küche. Es wird bald auch ein Färbezimmer geben. Aber wie das so ist mit dem Renovieren, ne? Man schlägt schon ein Polster von, ich weiß nicht, wie viele Monaten zusätzlich an. Aber trotzdem wird es nicht fertig. Das kennt man. Also nicht rechtzeitig, ne? Aber das ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Hier, also ich zeige euch mal, ne, jeder, der selber färbt, erkennt die Tiegel. Aber ich mache jetzt hier nichts an Werbung, weil man sieht ja keine richtigen Markennamen. Ach, so praktisch. Jeder weiß, was gemeint ist, aber keiner kann mich wegen Product Placement anmeckern. Ich gehe mal ein bisschen näher. Da sehen wir schon was im Waschbecken. Mit den verdächtigen Handschuhen und dann, das sieht mir auch, das ist wieder das Kit-Kitzilk, was ja im Moment auch sehr modern ist. Und hier haben wir noch mehr. In so einem richtig, richtig tollen Blau. Jeder, der selber gefärbt hat, weiß, so sieht eine Färbeküche aus. Eventuell noch ein bisschen explodierter, ist noch ein bisschen sauber hier. Weil hier kannst du ein bisschen mehr Schmutz machen eigentlich. Ach so, okay, da ist also noch Platz nach vorne, nach oben. Und hier sind im Moment etwas verwaiste Töpfe. Kommt aber gleich. Ich gehe mal ein bisschen zurück, damit ich hier nicht im Weg bin. So, hier nochmal die Künstlerin bei der Arbeit am Abbinden. Das ist alles sehr spannend. Und ich hatte gehofft, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiere auf das Bild zu kriegen. Hier laufen nämlich ganz viele rum. Vielleicht. Ah, Moment. Ich drehe langsam. Da ist gerade eine ganz hübsche junge Dame. Also hier seht ihr ein bisschen Wand. Guck mal da. Guck mal da. Hallo Mäuschen. Es tut mir leid für alle, die sich nur für Wolle interessieren, aber ihr müsst jetzt mit Tieren leben, die das Video bomben. Das muss sein. Da.
So, also dann würde ich sagen, so viel zur Färbe-Action. Dann zeige ich euch mal die bereits gefärbten Schätze. Hier liegen schon ein bisschen Stränge rum, da kommt noch mehr. Wir haben ein bisschen was ausgebreitet und es ist bei weitem nicht alles. Warum zeige ich euch das jetzt hier vor Ort? Weil die Valentina ist ja nicht nur auf den diversen Wollfesten. Man kann auch, wie sie mir dann erzählt hat, direkt vor Ort bei ihr einkaufen. Da muss man allerdings wahrscheinlich vorher Bescheid sagen. Ne? Genau, also E-Mail oder anrufen. Ich muss auch noch arbeiten gehen, leider. Richtig, schwenk mal wieder rüber, richtig. Weil, ja, wie viele können vom Färben alleine leben? Sehr wenige. Und das finde ich ja so toll, dass es Leute gibt, die das dann trotzdem machen, für uns zu färben, neben ihrem regulären Job im richtigen Leben sozusagen, oder im zweiten Leben. Weil, ja, es ist ja eigentlich nur ein Zubrot, ne? Bei den meisten. Und wenn man bedenkt, was für tolle Sachen hier gezaubert werden, ist das eigentlich ein bisschen schade. So, hallo Mäuschen. Oh ja, hallo mein Schatz. Ja, du bist eine Süße und sie ist so weich. Also, so viel Blabla. Ein bisschen mehr von der Wolle jetzt. Also, hier habe ich ausgebreitet zum Beispiel eine Kitzsilk wieder. Also 27% nur her. Wenn es jetzt noch scharf stellen würde, wäre es ganz knorke. Ein bisschen Seide, 28%. Hier haben wir es. 420 Meter Lauflänge auf 50 Gramm. Das läuft also eine ganze Weile. Das ist ein richtig schönes, zartes Grün. Hier auf das Braun fahre ich ja total ab. Und dann hier noch ein schönes, zartes Blau. Das sind so richtig schöne Frühlingsfarben. Und der Frühling hat richtig Einzug gehalten und hört auch noch nicht auf hier im Hause Volante. Hier haben wir dann, ich glaube, das sind Singles. Ich muss ja irgendwie hier auf die Kamera gucken, damit ich euch alles richtig ins Bild halte und gleichzeitig darüber schielen. Ich bin also gerade ein Chamäleon, gucke mit einem Auge nach da, mit dem anderen nach da. Was muss, das muss. Genau, hier ist ein hübscher Single-Strang, 366 Meter Lauflänge auf 100 Gramm, in einem richtig, richtig schönen Lila. Oh, da werde ich ja auch immer schwach. Stimme. Hier. Der verbirgt sich so ein bisschen. Die Schönheit, die ist hier etwas versteckt. Das ist auch wieder ein Single-Garn. Also hier ist wirklich gerade viel Wolle ausgebreitet. Ich bin auch so ein bisschen im Wollrausch. Kann mich gar nicht richtig satt sehen. Wolle lässt sich auch so super gut angucken. Man muss ja gar nichts damit machen. Man kann sie auch manchmal einfach nur angucken, finde ich. So. Ich werde euch jetzt natürlich nicht jeden Strang einzeln in die Hand nehmen, blablabla, wisst ihr ja, das ist ja nicht so spannend, aber ein bisschen Wolle zeigen muss man ja schon. Und hier ist ein Kammzug und oh mein Gott, ist der weich. Und ich glaube, da ist auch wieder Seide drin, ne? Ich glaube, der fühlt sich so ähnlich an wie der, den ich auch habe, aus dem letzten Aschaffenburger Wollfest. Genau. So viel zur Küche. Das war natürlich nicht alles an Wolle, was ich euch zeigen möchte. Mehr kommt jetzt gleich. Moment, ich schwenke. Erstmal, bevor ich gleich zur Wolle übergehe, möchte ich euch die wunderhübsche junge Dame zeigen, die uns hier schon begrüßt hat. Ja, ist eine Süße. Bisschen schüchtern, aber das macht ja nichts. Und hier ist ein komplett gefülltes Wollregal. Es quillt aus allen Nähten und lässt ein jedes wollverrücktes Herz höher schlagen. Also meins schlägt sehr hoch, irgendwo in Sopranhöhe. Vielleicht auch darüber, ich weiß es nicht. Und da zeige ich euch auch einfach mal ein paar. Hier ist zum Beispiel, das ist wieder so ein Kitzig. So, jetzt muss ich da ein bisschen zurückgehen, damit ihr was seht. Und gleichzeitig meinen Arm weit ausgestreckt halten. Mit Mohair Seide. Ich finde das toll, dass es jetzt modern ist. Ich mochte das ja schon immer. So, flauschi, flauschi, das fand ich immer gut. Hier, guckt euch mal. Da kann ich jetzt nicht reingreifen. Guckt euch mal dieses Petrol an. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also sie hat ein unglaublich breites Spektrum an Farben. Huch, jetzt ist mir der Hund ins Knie gelaufen. Das macht aber nichts. Berührung vom Hund ist immer etwas sehr Angenehmes. Hier, der ist toll, oder? Der ist einfach nur toll. So, hier gibt es auch ganz viele Pastelltöne wieder. Also richtig, richtig hübsch. Jetzt gehe ich mal eine Etage weiter runter. Das müssten die Singles sein. Das sieht mir sehr nach Single aus. Das sieht immer noch nach Single aus.
Hier haben wir ein Single Garn. Da ist auch, also die wollen, es ist schade, dass es noch kein Fühl-YouTube gibt, aber sie ist wirklich kuschelweich. Ich greife nochmal hier rein. Hier, guckt euch mal den Strang an. Ist der nicht toll? Der ist so schön. Da gibt es auch noch einen anderen grünen. Ah, der liegt ganz unten. Da werde ich auch mal ein bisschen popeln, dass ich euch den besser zeige. Also hier seht ihr eine große Auswahl an Singles. Hier, guck mal hier, ein Speckle Single. Der ist toll. Der ist auch so schön. Das ist auch nicht meine Farbe, weil das ist eine Herbstfarbe. Ich bin kein Herbsttyp. Aber nichtsdestoweniger finde ich den schön. Auch wenn ich den tatsächlich niemals für mich verarbeiten werde, weil ich kann es danach nicht mehr tragen. Das macht ja keinen Sinn. Ah, hier ist Petrol. Da ist das Petrol. Okay, ich bin zufrieden. So, jetzt gehe ich mal in die Knie. Hier sind, jetzt muss ich mal, hier ist nochmal ein Single. Das ist ein schönes Rot, oder? Oh, das knallt. Das knallt auch in echt ein ganz kleines Ticken weniger. Ein ganz kleiner Ticken. Daddy, das Ticken. Also, es tickt. Ein bisschen weniger knallt es. Ein bisschen mehr in die Bordeaux-Richtung. Und Angelfisch. Das, den habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Hier, ich will euch mal den gelben noch zeigen. Das ist so eine schöne Frühlingsfarbe, oder? Oh mein Gott, ist das eine schöne Frühlingsfarbe. Ich bin jetzt auch hier gerade bei den Singles. So. Einmal ein hübsches Bild von dem ganzen Ding. Ding, sag ich, das klingt so. Von der wundervoll aufgebauten Wolle. Hier, dieses Grün, oder? Moment, da ist eine Hundenase. Ja, Spätzchen. Also, das ist doch ein wunderschönes Tannengrün, oder? Hier mit dem hellen, mit dem dunklen. Oh, das ist so schön. Ja. Eben gerade warst du noch schüchtern und jetzt? Ja. Jetzt wird es frech. Also hier haben wir auch sehr viele Grüntöne, sehr viele zarte Blautöne. Hier, da fahre ich auch total drauf ab. Also richtig, richtig hübsch. Natürlich alles von ihr selbst gefärbt, ne? Also habe ich ja noch nicht erwähnt, aber Frau Volante ist eine Färberin. Man hätte es vielleicht erahnen können, ich weiß es nicht. So, jetzt gehe ich mal auf die Knie und hier haben wir die Kammzüge. Und die sind auch so richtig auf die Knie. So, die sind auch wunderschön gefärbt. Also hier sieht man, das glitzert sogar ein bisschen. Es glitzert. Oh mein Gott, es glitzert. Was haben wir hier? 70 Wolle, 30 Nylon. Blueface Lace Nylon. Das ist auch so schön. Hier, das will ich euch auch zeigen. Das ist ja auch meine, mein Beuteschema hier. Oh, ist das toll. Huch. Hat auch so viele schöne Spinnräder, hat es mir vorhin gesagt. Ihre Spinnräder. So schöne Spinnräder. So, dann, ich tauche mal hier nach hinten. Ja, Hündchen. Ich werde hier gerade etwas belästigt von der Süßen. So, hier haben wir mit Leinen übrigens. Also das Braune, das Hellbraune, was ihr seht, ist Leinen. Das finde ich ja wahr. Ich würde total gerne mal Leinen verspinnen, aber ich kann ja noch nicht so richtig spinnen. Also, ich glaube, das ist die höhere Kunst des Spinnens. Hier seht ihr auch eine unglaublich große Auswahl an Farben. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Und jetzt tauchen wir hier unten mal ab. Hier haben wir noch ein sehr schön. Das ist auch ein bisschen weniger knallig. Also auch mehr so dieser Pfeffer mit C. Gott, wie heißt denn der? Cayenne-Pfeffer, genau. Ich finde, der sieht aus wie Cayenne-Pfeffer. Hier haben, das ist auch, das würde ich auch niemals verarbeiten, aber ich finde das einfach nur schön. Also das würde mir auch nicht stehen, davon abgesehen. Das ist zu gedeckt für mich. Aber das ist einfach nur toll. Und sie hat auch ganz viele verschiedene Qualitäten. Ach ja, für alle, die vielleicht denken, ich würde dafür bezahlt. Nein, ich mache das freiwillig, weil ich möchte ja, dass ihr erfahrt, wo ihr was kaufen könnt. Ne? Wie beim Herrn von Strick in Wiesbaden. Ich möchte ja, dass die Leute bekannt werden und dass ihr wisst, wo ihr die besonderen Schätze findet. Hier. Meine Kamera lässt es sehr knallen. Auch das knallt ein bisschen weniger, aber ich habe mich ein bisschen in den verliebt. Der ist wunderschön rot.
Also auch hierfür kriege ich nichts, außer gleich einen Kaffee. Und ich mache das freiwillig und gerne. Und ich habe hier auch Hunde um mich herum und Katzen. Von daher, ich bin restlos, und Wolle natürlich, ich bin restlos glücklich. Und der ist auch, guckt euch mal den Strang an. Das ist so ein richtig toller Frühlingsstrang. Ach, klasse. So, jetzt habt ihr hier ganz viel Wolle gesehen. Ich habe jetzt doch zu mehr gegriffen, als ich gedacht habe. Ich konnte mich dann nicht so richtig beherrschen. Aber das musste jetzt sein. Und gleich sehen wir uns wieder. Ja, hallo, das ist die Valentina, die kennt ihr ja schon. Ich habe sie euch schon ein paar Mal gezeigt. Schön, dass ich heute da sein darf. Freut mich, dass du gekommen bist. Ja, ich habe jetzt schon deine ganze Küche gezeigt. Ihr seht, ich wollte jetzt auch unbedingt dieses Video machen, weil ich habe hier einen Beinwärmer und sie ist so weich. Ja, meine Betty, gell? Ja, das ist eine Süße. Das ist eine Süße. Also, wir haben es hier gemütlich gemacht mit Kaffee und Wolle und Tier. Und die gebe ich so schnell nicht mehr her. Dann würde ich sagen, ich habe meine Öhrchen auf und Valentina ihr Krönchen, die Herrin des Hauses. Dann würde ich mal sagen, also du hast den Shop Frau Volante. Ja, ganz genau. Erzähl, wie kamst du? Also erstmal, was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich färbe jetzt? Das war eine tolle Geschichte, die Maike von der Scuderia. Die hatte mich vor, ich glaube, das sind jetzt 7 Jahre her, gefragt, ob ich in Frechen das Revelry-Treffen mitmache und ihr helfe beim Stand. Das war auch ihr allererster Stand, den sie hatte. Und ich sagte, natürlich, wenn du auch Kammzüge färbst. Weil ich ja damals ja wirklich ausschließlich gesponnen habe. Und 4 Wochen vorher kam die Maike mit 10 Kilo Merino Seide und sagt, ich schaff das nicht mehr, mach du das. Tschüss. So fing es an. Also du wurdest ins kalte Wasser geworfen. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Du wurdest mit Wolle geworfen, wurde gesagt, also nicht ins kalte Wasser, sondern ins kalte Wollmeer sozusagen. Ja. Bei 10 Kilo Wolle kann man das schon mal sagen. 10 Kilo Wolle war für mich reichlich. Ja. Und dann hatte ich dann natürlich dann auch dann die Panik gehabt, kauft jemand diese Wolle? Ja. Ist die schön gefärbt? Ich fand sie schön, aber man ist ja dann so unsicher. Man hat ja dann halt auch so... Das verstehe ich so gut. Ja. Ich mache ja auch diese Beton-Dinger. Ne? Mhm. Oh, finden die Leute die toll? Kommt das an? Ja. Man nimmt das alles sehr persönlich. Man nimmt das persönlich. Ich weiß auch nicht warum. Es ist dann wirklich, wie als würde jemand dein Kind beleidigen. Also geht es mir so, ne? Ganz genau, ja. Wenn ich dann auch gefärbte Wolle habe und jemand sagt, oh, die finde ich aber schon ein bisschen hässlich. Und dann sagst du, du kannst aber schon mal ein bisschen die Klappe halten. Genau so. Nee, und dann hatte ich die erste Kundin, die dann einen Kammzug gekauft hat, ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ich habe nur gedacht, boah, in der Stunde kommt die wieder und haut die mir um die Ohren. Und sagt, was hast du mir da verkauft? Nein, es war seitdem auch eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Und ich habe auch gut verkauft, ja. Und damit fing es halt an. Aber eigentlich für das Regenbogenschaf damals, da hatte ich die Kammzüge halt gefärbt. Und 3 Jahre später, fast 4 Jahre später, auf eigenen Namen dann. Also 2013 hatte ich, das Gewerbe angemeldet und... Das heißt, du bist jetzt bald 6 Jahre im Geschäft. Ja. Das ist ja. Wie gesagt, die ersten Jahre nur mit Kammzügen und vor 3 Jahren kam dann halt auch die Sockenwolle Mohair von Anfang an, weil ich liebe Mohair. Damals wollte es noch keiner haben. Jetzt kannst du ja dann diesen Schweinezyklus mit der Mode und so. Ja klar, jetzt gibt es halt auch da diese ganzen tollen Modelle von den namhaften Designern, wo halt Mohair mit verarbeitet ist. Also dann da sinnelt, oh, es gibt ja sowas wie Mohair und wenn die namhaften Designer das verarbeiten, muss das ja toll sein. Ja, und dann kann man es ja verkaufen. Und irgendwann ist es wieder out, aber ich bin so trotzdem halt. Ich liebe Mohair, ich mochte es schon immer. Ja, genau. Das ist ein Kind aus dem Aufstieg. Das war, ja, da war die Mohair. Also Ulysses Lana Grossa mit diesen Langhaar-Mohair in wildesten Farben. Ja, ja, ja. Also wenn man nach meiner Farbvorliebe geht, müsste ich eigentlich auch in den 80ern Teenager gewesen sein. War ich nicht. Also ich bin 86 geboren. Da hatte ich da habe ich halt noch nicht mit Wolle gearbeitet. Aber so, wenn man meine Farbvorlieben anguckt, das ist alles... Alles kommen, gell? Dann, ja. Also ich bin, glaube ich, ich bin im Körper einer zu spät geborene. Da kenne ich einige. Ja. Ja, die 80er waren schon auch eine tolle Zeit. Und die Musik. Oh, diese Musikvideos. Super. Oh mein Gott, ihr
wenn ich mit so fetziger Musik fährt, muss ich aufpassen, dann sprenkle ich noch aggressiver als normal. Und ich sprenkle normalerweise schon sehr lebhaft. Also und sehr viel. Ja, wenn ich rot färbe, ich liebe ja rote Farbe. Und da bin ich auch sehr pingelig. Da höre ich auch gerne Red Hot Chili Peppers. Und dann wird das wirklich ein richtig tolles Rot. Also da bin ich. Ja. Und das glaube ich, die ist so Begleiter. Ich erinnere mich so an einige Kammzüge, die ich gesehen habe. Und da würden die Red Hot Chili Peppers aber super dazu passen. Also da, ich finde, da spricht die Wolle, was gehört wurde beim Färben. Ja. Ganz genau. Also du hast gesagt, du hast mit Kammzügen angefangen. Ja. Ich habe das erste, was ich von dir gekauft habe, war ja auch ein Kammzug in Aschaffenburg, da haben wir uns kennengelernt. Der ist immer noch, also für alle, denen ich das noch nicht, für alle, denen ich es vielleicht noch nicht genug unter die Nase gerieben habe, der Kammzug ist wunderbar und ich habe mich immer noch nicht reingetraut, aber irgendwann werdet ihr den sehen, so notwendig 70 bin. Also irgendwann wird er verarbeitet. Ja. Genau. Also, gut abgelagert. Genau. Manche Wolle muss sich ablagern. Die ist wie Wein. Die wird erst nach dem Stehen ein noch besser. Manche muss sofort verarbeitet werden. Die ist dann wie Schorle. War das jetzt gemeint für die Wolle? Mit ja. Wein und Schorle zu vergleichen? Nee, okay, also du hast mit Kammzügen angefangen, aber da hat man ja das Problem, erstmal die Leute zu finden, die spinnen. Ja. Der macht das dann nicht ganz so groß. Standgebühren aber doch. Ja. Für manche Märkte. Und da kam dann hinzu, dass ich mir gedacht habe, nee, da gibt es auch Strangwolle, die Merino Feinsock. Also schon halt auch, ich hatte immer geguckt, dass ich besondere Qualitäten halt ja auch definitiv dabei habe. Und so bin ich Wolle mag ich halt. Dann lohnt sich die ganze Arbeit nicht. Das sehe ich genau. Dann lohnt sich auch das Verstricken nicht, finde ich. Also es geht aber vielen Strickern so, die dann sagen, nö, ich nehme dann lieber die höher qualitative Wolle, weil es macht einfach mehr Spaß. Und im Zweifelsfall, hoffentlich geht es den Tieren dann auch besser. Ich meine, wir sind ja alle nicht dabei. Wir wissen ja nicht genau, wie die Schafe gehalten werden, können dann halt nur gucken oder ziehen oder was auch immer. Ja. Aber und das ist halt, man muss halt dann seinen Händler des Vertrauens dann schon auch, wenn er einem sagt, das ist eine Wolle, die ist mir deswegen frei. Aber die Gefahr, dass es den Tieren besser geht, ist bei höherpreisiger Wolle doch etwas höher, weil die Leute, wenn natürlich also Wolle super billig angeboten wird, können die Leute einfach den Tieren das nicht bieten. Weiß ich gar nicht. Ich denke, auch so eine ganz feine Merino aus Australien, es kann auch durchaus sein, dass du die trotzdem bekommst und das Tier ist nicht gut gehalten worden. Ja. Aber ich bin mir da sehr unsicher. Ich traue auch nicht wirklich allen über den Weg, aber irgendwo muss ich ein Vertrauen ja einen Vorschuss ja geben. Ja, also wenn die sagen, es ist mir jetzt frei, fahre ich auch runter. Ja. Genau, aber ich meine generell, wenn die Wolle halt sehr günstig ist, dann weiß man, dem Tier geht es wahrscheinlich nicht so gut. Das ist dann wahrscheinlich halt auch eine Ausschussware. Ja. Das ist was weiß ich, ja. In der Stricker-Community spricht sich ja schon so einiges rum. Ja. Und ich denke, denen viele vertrauen, denen kann man dann wahrscheinlich auch vertrauen. Es sind ja auch viele von den Händlern, also einige, die haben auch dann diese Charity-Projekte, die finanzieren da Schulen mit, und gerade in Südamerika, in Peru, wo ja viele Spinnereien halt auch sind, die gucken, dass da die Kinder gut versorgt sind. Also das ist auch ein Argument für, wo kaufe ich meine Wolle? Also dieses ganze Drumherum, weil nur billig produzieren, damit man es teuer verkaufen kann, das ist dann halt vielleicht auch eher dann in der Großindustrie. Ich weiß halt, dass die Haupt-Merino-Wolle geht ja nach China und dort wird sie ja mittlerweile verarbeitet. Also das ist ja alles für den chinesischen Markt. Wir kleinen Handfärber bekommen aber unsere besondere Wolle im kleineren Rahmen halt. So viel. Ich meine, muss ja auch alles verkauft werden. Das muss ja auch verkauft werden. Also ich habe großen Stash. Ja, also ich habe euch leider schon ein bisschen an Wolle gezeigt. Das war auch nur ein Bruchteil. Ich habe auch noch nicht mal alle Täschchen reingeguckt. Täschchen? Also Kisten unten haben wir ja gar nicht runtergeholt. Kisten, genau. Also da ist wirklich, also wenn ihr hierher kommt und Wolle kauft, ihr könnt den machen und tauchen, ihr werdet den Boden nicht sehen. Also hier ist wirklich viel Auswahl. Möchte ich mal dazu sagen. Und ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob du es auf der Volania hattest, aber in Aschaffenburg hattest du ja auch Sock Black letztes Jahr hatte ich welche dabei, ja. Dieses Mal hast du keine? Nee, das ging auch nicht so gut irgendwie. Ich hatte aber auch
Die Softbank in der Qualität Merino mit Seide, also nicht für Socken. Die ist teuer. Und die ist teuer, die ist teurer. Die Softblanks sind eh teuer. Ich wollte sagen, also Softblanks kosten ja, wenn man sie aus Schuhwolle, also normaler Schuhwolle holt, schon ordentlich. Und ich glaube, der interessanter ist es halt, die Softblanks halt wirklich für Socken zu nehmen. Genau, also ich habe mir, ich habe mal welche kurbeln lassen. Mhm. Ich habe es probiert und hatte dann schon, mir ist dann schon der Dampf bekommen, weil es so sauer war. Das war mit Freunden zusammen und dann hat es die Janni gekurbelt und ich habe es dann gekappt, da werden auch Socken draus. Mhm. Weil ich möchte einfach sehen, wie verarbeitet sich das in Socken. Und ich kann mir das eher vorstellen, wie verarbeitet sich das in Tuch. Da finde ich es gar nicht so interessant. Mhm. Also wenn ich mir Socklengs hole, dann das sollte eher für Socken sein. Ja. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Gut, das war das erste Mal, dass ich welche gekauft habe. Jetzt im selber stricken, trotz Strickmaschine, das ist einfach so aufwendig. Weil man müsste ja den Strang ja erstmal wickeln. Und dann stricken. Meine Stricken geht noch am schnellsten auf der Strickmaschine, aber das macht keinen Sinn. Also, ich dachte mir auch. Entweder man kauft den schon fertig ein und dann muss man die Preise richtig hoch ansetzen oder man steckt Muskelkraft rein und dann... Das ist halt auch einfach eine Zeit, die ich lieber dann fürs Färben halt benutze. Genau. Und so viel Zeit bleibt ja nicht übrig, weil man hat ja noch Tiere. Man hat auch noch einen Beruf nebenher. Also die Arbeit geht nicht raus, aus dem Hause, Verwandte. Also so bist du dazu gekommen, einfach dann gezwungen sozusagen. Und es hat dir so viel Spaß gemacht, was du gesagt hast, dabei bleib ich. Ja, das war halt für mich zum ersten Mal so, immer wenn ich Kammzüge oder Wolle kaufen wollte, die Updates waren halt, wie bei einigen namhaften Shops, immer nur am Vormittag, konnte ich halt nicht ins Internet. Mhm. Und immer wenn ich dann halt von der Arbeit kam, abends 17 Uhr, da war schon alles leer gekauft. Das war ja schon eher sehr ärgerlich. Ja. Und manchmal hat es hingehauen, dass ein Freund von mir da mal was shoppt. So, und plötzlich habe ich habe ja die Wolle jetzt und ich kann sie mir ja auswählen, welche ich jetzt haben möchte. Das war nochmal so, selber färben. Ganz genau, das war dann halt so dieses zweite Ding. Was ist Wolle im Haus? Und zwar reichlich. Ja. Und man hat eine gute Ausrede, um viel Wolle im Haus zu machen. Genau, weil die soll ja verkauft werden. Genau. Richtig. Und wenn ich dann eine Idee habe, ich könnte mal das und das stricken und da hätte ich Lust drauf, dann gehe ich bei mir shoppen. Und das finde ich toll. Immer was da. Kriegst du einen super Preis für. Ich krieg einen tollen Preis. Das war dann so diese andere Sache. Das ist halt einfach so, um sich nicht für eine Farbe entscheiden. Man hat ja sein Beuteschema, aber wenn man färbt, hat man ja gerne auch noch alle anderen Farben, die man jetzt selber ja nie anzieht. Und das kann man halt beim Färben. Man kann es halt wirklich in die Vorne greifen. Und das finde ich auch so schön. Das macht Spaß, ja. Ja, weil man eben so viele, einfach so viel Farbe sehen kann und auch so viele unterschiedliche Wollqualitäten auch begrabbeln kann. Oder wie jetzt nächste Woche auf die H&H fahren und gucken, was ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Garn und mal gucken, ob ich es dort finde bei den Spinnereien. Mhm. Ja. Auf der H&H, da will ich auch nochmal hin, da weiß ich noch nicht. Nächstes Wochenende, wenn du magst. Ich muss mal gucken, ich glaube, nächste Woche bin ich nicht da. Wenn ich selber sage, ich den Scheiß. Sag mir Bescheid. Das finde ich super. Ja. Genau. Ich habe eine Karte mehr. Oh, perfekt. genau, da so hast du angefangen, deswegen bleibst du dabei. Und also man sieht halt auch, das macht dir Spaß, wenn du davon erzählst. Da ist eine Person, die liebt Wolle. Um genau zu sein, sind hier zwei Personen, die lieben Wolle. Ja. Ich habe ja auch noch eine Geschichte. Meine Großeltern hatten eine Strickerei gehabt. Aha, ich bin als Kind zwischen den Strickmaschinen oder im Lagerraum mit diesen wunderbaren Kohlen mit Wolle in allen Farben rumgelaufen, also gekrabbelt. Ich war da noch sehr klein. Ja. Also das war eigentlich prädestiniert, du konntest dich gar nicht wehren. Ich bin damit groß geworden. Ja. Und dann gab es vorgeschriebener Weg. Das war ein vorgeschriebener Weg. Und dann hatten mein Onkel ein Ladengeschäft in Meran. Dort wurden die Pullover, die dort produziert wurden, auch verkauft. Also so in den 60er Jahren so Twinsets, so schöne Lambswool-Pullis, Päckchen dazu und alles. Dort wurde es konfektioniert und ging dann nach Meran ins Geschäft. Also das war so, ich bin damit groß geworden. Super. Ja. Aber also die meisten, die damit als kleines Kind schon Berührungspunkte haben, die machen das dann auch später. Meistens. Ich habe ja auch dann ganz die Oma, die gelernt hat. Ja. Wie alt warst du? Ich habe mir das Stricken mit 9 Jahren selber beigebracht. Mhm.
weil ich als Linkshänder, meine Mutter hat immer gesagt, ich kann jetzt nicht beibringen, das Linkshänder, obwohl ich ja wie ein Rechtshänder stricke, aber ich glaube, sie hatte keine Lust gehabt. Und dann habe ich es mir selber beigebracht. Ich habe halt verkehrt rum gestrickt, also in die andere Richtung. Dann hat das meine Oma gesehen, aus Italien die Oma. Und die hat um Gottes Willen, und dann hat sie es mir gezeigt, aber halt das normale europäische Stricken, weil sie hat ja mit den Jackennadeln und dann halt ja, so ja, ja. Das klassische Italienische oder Französische halt gehabt. Aber sie konnte es mir beibringen. Super. Genau. Und dann habe ich du eigentlich auch? Ich wirklich gerne. Ich finde so, dass das Ergebnis, also ich habe auch schon schöne Häkelsachen gesehen, aber meistens ist es mir zu grob. Oder ja, es fasst sich anders an. Es fasst sich anders an, ja. Es fasst sich anders an, sieht anders aus. Ja. Es ist halt ein anderes Werkzeug. Es ist ein anderes Werkzeug, ja. Aber ich kann häkeln und ich habe auch einige Sachen auch schon gestrickt, wo dann halt eine Häkelbordüre unten war, mit Riemchen und Zeug und so. Das mache ich schon auch. Also, oder so Picots häkeln und so. Das ist schon, das sieht ja dann hübsch aus, wenn man das. Also, können tue ich. Eigentlich. Ich kann noch nicht kribbeln. Ja, das ist gar nicht gemacht. Es sieht zwar toll aus, es klingt toll, aber das kribbelt habe ich. Ich habe mir sicher auch ein bisschen Angst vor. Ich habe das mir letztes Jahr im nächsten Tag angeguckt und mir genau erklären lassen. Und da war ich natürlich, ach Gott, der Tag müsste halt ein paar Stunden mehr haben, damit ich das auch noch anfange. Nee. Aber also du spinnst auch, ist klar, ne, wer Kammzüge verkauft und färbt, der spinnt. Der spinnt. Auch am Spinnrad. Ja. Und du hast erzählt, du webst auch. Ich habe oben einen Webrahmen, aber da bin ich auch noch nicht glücklich dazu gekommen. Wir haben im Hessenpark einen Kindergarten und einen großen Webstuhl. Aber ich könnte nicht aufziehen. Ich kann den immer weiterstellen und den Kindern erklären, wie das funktioniert. Das ist schon, aber so eine Kette aufziehen, also das, so weit sind wir noch. Ja, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Ich würde auch versuchen, klug zu gucken. Meine Weberfahrung beschränkt sich ein bisschen. A4 Weben in der Grundschule. Okay. Aber ich finde es toll. Also ich würde es echt gerne. Also diese Webstühle sind ja richtig. Das war die andere Oma, die hatte Webstühle gehabt. Die war Kunststickerin und hat. Du hast keine Chance gehabt. Ich habe keine Chance gehabt, ein Leben ohne Walle zu führen. Ganz genau. Ja. Von allen Seiten hat es so klein auf, da ist dein Platz. Es führte einfach keinen Weg dran vorbei. Nein. Geht nicht. Genau, dann habe ich halt immer gestrickt mit der Hand. Später hatte ich dann eine Strickmaschine gehabt. Da habe ich sehr viel, also als die Kinder noch klein waren, Socken stricken und Pullover und wird richtig geschafft. Dann habe ich mehr Stunden in der Kita gehabt, dann war die Strickmaschine zu laut. Dann habe ich alles verkauft und habe dann nur noch entspannt daheim vom Fernseher oder hier vom Ofen gestrickt oder gesponnen. Der Ofen ist voll. Ah, das ist schade, dass es heute so warm ist. Ja. Schade, schade. Ja. Ich hatte noch überlegt letzte Woche, vielleicht wird es kühl und wir können den Ofen anmachen. Ja, nee. Also ich würde euch gerne jetzt hier so einen heimeligen Ofen zeigen, der an ist. Jetzt muss ich mal einen heimeligen Ofen zeigen, der aus ist. Ich schon zeigen. Ja. Aber ihr leider ist, ne, ihr seht auch, ich habe halbwegs kurze Ärmel. Es ist zu warm. Es ist zu warm, ja. Ja. Genau, und was habe ich gerade gesagt? Schon wieder weg. Du warst erzählen von einer Strickmaschine. Genau, Strickmaschine. Dann habe ich alles verkauft und habe dann halt wieder mit der Hand gestrickt, weil es ja auch diese Entspannungs... Ja, ja. Das Handstrichen ist was ganz anderes. Das Ergebnis ist auch schöner, ganz ehrlich. Ja, es ist eine Maschine, dieses, auch wenn man so die Maschenbreite größer stellt und alles, dieses Handgestrickte ist halt handgemacht. Das ist was anderes. Jetzt habe ich vorgestern wieder ein Geschenk gekriegt, wie gesagt. Aber ich bringe die in Ordnung und zeige meiner Schwester, wie es geht. Und die darf dann an der Maschine stricken. Ich mache es weiter mit der Hand. Genau. Ich hätte auch, also wenn ich die Möglichkeit, ich habe ja nur diese Strickmaschine, ne? Fingerstrickmaschine? Genau. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, ich würde auch nicht wirklich auf Maschine stricken, ausnahmsweise vielleicht mal. Aber das ist einfach, wir stricken ja nicht, nicht nur um die fertigen Stücke zu haben, wir stricken ja auch um gestrickten. Das ist der Prozess des Strickens. Genau. Das ist halt auch so, genauso wie das Spinnen, das ist was Meditatives, das ist so, da ist man so bei sich. Und der Strickmaschine, das ist ein Arbeitsplatz. Andererseits bin ich auch so ein sehr technischer Mensch. Solche Maschinen faszinieren mich natürlich. Mhm. Ich freue mich auch schon, die Maschine jetzt in Gang zu bringen. Ja, ich würde sie gerne später auch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, ein bisschen angucken, wenn du nichts dagegen hast. Halt, können wir mal hier mal. Ja. Ja. Das ist ein ganz klar. Das ist mir völlig egal. Das ist völlig egal. Ist das mir total egal? Nur meine Wolle. Ja, ja, ich habe auch ja. Ich guck. Also, wenn ihr hier Wolle holt, sie wird nicht voll gehaart sein. Nein.
die Wolle ist in Sicherheit. Genau. Also jetzt ist hier eine Ausnahme mit der Katze und der Wolle, aber wir werden die Wolle da auch mal gut checken. Und ich gucke auch, wo was fliegt, dass es nicht in die Wolle fliegt. Möchtest du dich hinsetzen oder möchtest du weiter in dieser Kackstelle bleiben? Sie kontrolliert jetzt gerade. Ja, mach mal. Dein Knie. Ja. Ich habe eine Jeans an. Kann sich da reinkrallen. Ist bequem, ja? Sieht nicht bequem aus. Zurück zur Wolle. Ja. Ja. Also du färbst eigentlich alles. Du färbst Singles, du färbst Kammzüge, du färbst gezwirnte Wolle. Ich würde auch Sockblanks färben, hast du ja gehabt. Ja. Ja, das ist als nächstes. Ich gucke jetzt nach etwas, was also was mir fehlt, ist etwas Griffigeres. Mhm. Mal so eine Phase oder eine Wolle, die ja ganz, ganz weich ist, sondern dass man dann auch so für Jacken oder für andere Projekte. Und da hätte ich auch gern in einem Hellgrau in diesen Naturfarben, also das sind ja die Spinnereien aus England, die haben ja dann halt auch ihre vom Jakobsschaf bis BFL und alles. Weil da die Färbung nochmal anders aussehen. Wenn du mit Farbe auf Naturfarben drauf gehst, ja, das hat was. Das ist so das, was ich mir so gerade für den Herbst vorstelle. Oh ja, das stimmt. Ja, das, ja, ja, das dann, ist dann, wenn die Jackenstricksaison wieder losgeht, ja, ich meine, jetzt braucht man damit nicht anfangen. Ja, jetzt sind mehr die Tücher. Aber dann so im Spätsommer, wenn schon die ersten Herbstanzeichen aufgekommen sind. Also für Düsseldorf will ich das dabei haben. Ja, ja. Das ist so das, was mir so durch den Kopf schwebt. Man ist ja immer wieder auf der Suche. Man hat so sein Standardprogramm, das ist die Merino Single, das ist die Seidensingle, also das 600 Meter Mohair und die Merino Feinsock, das sind die habe ich immer im Programm drin. Die gehen auch immer. Ja, das ist so das Hauptding. Und dann gucke ich halt trotzdem, was mir halt fehlt, ist eine 400 Meter Merino, eine reine Merino. Das fehlt mir noch und das an. Ja, schauen wir mal. Also viel Auswahl. Ja. Auch von den Farben her, habe ich da ja vorhin schon erwähnt, dass ich doch mehr Wolle gezeigt, als ich geplant habe. Hier kommt man auf seine Kosten. Ja, ich versuche halt immer so, also ich färbe immer 500 Grammweise die Wolle. Es sind oft dann halt aber auch nicht immer 500 Gramm, die verkauft werden. Und ich habe öfters mal Einzelstränge, aber es ist so, dass meine Färbungen immer miteinander harmonieren. Also wenn man einen Fehlstrich oder so, man findet immer irgendwie einen Farbablauf oder eine Farbkombi, die halt dazu passt, weil ich halt so meine Mischung halt habe. Also das ja ist, ich schreibe mir dein bis heute immer, Stil. Ja, das ist mein Stil. Ich schreibe mir bis heute immer noch keine Rezepte auf. Ich sage mir jedes Jahr, du musst ein anderes Konzept fahren mit Wiederfärbung. Ich fange an, schreibe auf und bei der dritten Fuhre, da bin ich schon wieder. Ja gut, das ist ja dann auch dein künstlerisches Recht, ne? Eben. Das ist der kreative Prozess. Du kannst natürlich alles immer nachfärben, aber du kannst auch sagen, nö, ich färbe das 4-5 Mal und wenn die Fuhre weg ist, dann mache ich es vielleicht ähnlich, aber nie gleich. Und das ist auch völlig okay. Ich habe das auch schon geschafft, nachzufärben für jemanden, also, wo ich schon nicht mal mehr wusste, welche Farben habe ich dafür gekriegt? Ich habe sie gekriegt. Das war dann wirklich Glück. Ist schon ein paar Mal vorgekommen, ja. Also gut, man kennt seine Farben halt. Man weiß ja genau, in welcher Mischung wo was drin ist. Ja. Man kennt seine Farben. Genau. Das stimmt. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Zuschauern erzählen möchtest? Über dich, über deine Rolle, über dein Tagwerk? Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn viele das Video sehen. Ja, da würde ich mich auch freuen. Also, man darf mich ansprechen dann. Genau, teilen, bewerten, genau, mich toll finden, die Valentina toll finden, ihre Färbung toll finden, die Tiere toll finden, die Tiere besonders toll finden. Die Tiere besonders toll finden. Selbst. Also, mein rechtes Bein. Mein rechtes Bein ist richtig schön kuschelig warm. Ja. Wie gesagt, wir sind hier in Neuansbach, in der Nähe von Bad Homburg, also bei Frankfurt. Leute, die hier in der Nähe wohnen, du hast auch erzählt, hier gibt es ein jährliches Garten. Ah, mein Hoffest, ja. Genau, so fest. Am besten erzählst du uns. Ja, das machen wir meistens Ende Juni. Ich weiß gar nicht, jetzt hatten wir den Termin noch nicht 100% festgelegt. Auf jeden Fall ist es vor den Ferien. Da ist die Scuderia und das Mondschaf. Dann machen wir hier ein schönes Hoffest. Und das ist auf also der, wir drei.
Wir drei machen das, genau. Das ist natürlich halt auch doch dann, dass man hier mal etwas begrenzt mit den Plätzen. Mein Nachbar hat aber schon angeboten, wenn das größer wird, wir können auch seinen Hof mit benutzen. Genau, und da gibt es dann halt Wolle vom Mondschaf in der Nähe und von mir. Und auch von der Frau Buntur, Nicole. Also das stelle ich mir auch total toll vor. Tisch ausgezogen, hier so ein riesen Buffet dann, jeder bringt das mit. Also es ist schon toll. Ja. Da muss ich ja eigentlich auch mal hin. Ja. Also als wir darüber gesprochen haben, da standen wir auch im Hof. Das ist ein echt hübsch. Ich glaube, das macht richtig Spaß, dann hier auf diesem Hof fest einzukaufen. Das muss man, du hast es wahrscheinlich dann auch groß bei Instagram und so, ne? Ich habe das angekündigt. Ich habe die Veranstaltung erstellt auf Facebook. Letztes Jahr war ich noch gar nicht auf Instagram. Ich bin dann irgendwann mal, nachdem mir ein paar Bloggerinnen gesagt hat, du bist leider nicht auf Instagram. Ja, also okay, als Wolf-Fanatiker muss man eigentlich. Muss man Instagram. Auf Instagram, ja. Eher noch als auf Facebook. Computer, das ist ja nicht so meine Welt. Aber Strickmaschinen. Ja, das Technische schon. Ich meine, ich mache ja auch meine Steuer und alles. Also irgendwie kann ich das Ding nutzen, aber ich habe da nicht so gute Laune dabei. Okay. Aber ich habe eine Tochter, die dann sagte, Mutter, das geht so nicht. Und sie guckt dann halt immer nach Fotos und Spitze rein. Oder ich mache es jetzt mittlerweile auch selber, aber die erklärt mir das dann halt. Das funktioniert. Und so, ich habe die Veranstaltung auf meiner Seite auf Facebook. Ja. Frau Volante hat gefärbt, nicht nur für Spinne. Vorher war es Handgefärbt für Spinne und jetzt nicht nur für Spinne. Muss man ein bisschen ändern, aber Frau Volante, man findet mich. Da ist die Veranstaltung. Da muss man sich halt anmelden, weil die Platzzahl schon ein bisschen begrenzt ist. Also so jetzt 100 Leute kriege ich in den Hof nicht rein. Wirklich. Die werden dann nicht geschnitten angestapelt, die werden auch nach oben drüber gestapelt. Also es sind viele Bänke und Tische und hier hinten sind Sitzmöglichkeiten. Meistens sitzen hier im hinteren Bereich die Spinne. Der Rosengarten ist bis dahin dann auch aufgeräumt, da kann man auch sitzen. Also es sind ganz viele Sitzmöglichkeiten und es gibt leckeres Essen. Die Wolle ist halt, wie gesagt, im Büro von meiner Nachbarin drin. Da sind die ganzen Verkaufsstellen. Es ist schon toll. Ja. Also es ist wirklich ein tolles Fest. Und sonst mache ich ja eigentlich auch noch Halloween. Ja, aber das ist sehr klein, weil das ja dann eher hier drin ist. Die Wolle drüben. Aber ich feiere auch gern Halloween. Dann sind auch keine Esstiere mehr hier, sondern dann hängen die Gruselbilder und der schwarze Spiegel. Also es wird hier schon, ich mache hier ein Laboratorium. Also das ist ja wirklich Event-Einkaufen, oder? Ah ja. Ich also sowas. Da muss ich auch mal vorbeikommen und dann aber auch in Verkleidung. Natürlich, ja. Ich bin immer in Montur. Super. Halloween. Ehrlich, bist du dann immer verkleidet? Ich bin verkleidet. Also, wenn das nichts ist, ich zeig dir da ja Bilder. Die will ich sehen. Also, da muss ich echt vorbeikommen. Genau, ja, das ist dann halt auch, wenn das stattfindet. Ich glaube, letztes Jahr haben wir es ausfallen lassen. Da waren einfach zu viele Märkte vorher. Da war dann halt auch kurz nach Halloween auch das Friedberger Wollfest. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja. Also, es ist schon auch viel Vorbereitung, viel Arbeit. Ja. Aber ich mache das halt. Und das ist ja auch das Wichtigste. Ach, diese Kontakte der Menschen. Ja. Das ist mir halt auch wichtig. Das ist etwas, was ich eigentlich auch brauche. Deswegen leider immer noch kein Online-Shop. Ich habe einfach sehr wenig Zeit, aber ich liebe es, auf den Märkten mit den Menschen zu reden. Über Wolle und über alles andere. Man kommt ja mit anderen Wolfverrückten auch immer ins Gespräch. Ne? Definitiv, ja. Ganz genau. Genau. Ja, schön. Ich würde sagen, ne? Ja. Wenn du sonst nichts mehr zu erzählen hast, dann trinken wir jetzt noch einen Kaffee und essen Kuchen. Wie gesagt, Bananenkuchen. Oh, lecker. Wie gesagt, alle Links zur Frau Volante, zur lieben Valentina, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier kaufen wollt, schreibt sie da auf irgendeine Art und Weise an. Ansonsten auf Wolltreffen, da gibt es ja auch immer reichlich, wo du bist. Du bist ja oft unterwegs. Ich bin jetzt eigentlich in Aschaffenburg. Hohenlohe, Oppenheim und Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Das ist ja alles sehr zeitnah. Das ist alles so jeden Monat eigentlich. Und dann nehme ich noch mein Hoffest. Ja. Und im Oktober bin ich in Rhein-Neckar-Eck. Also, ihr seht schon. Ich fahre richtig viel Runden. Also hinkommen, der Valentina die Wolle unter dem Hintern wegkaufen. Und dann habe ich Platz für Neues. Ganz genau, so ist das nämlich. Und ich würde sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
noch eine weitere Person, wo man Wolle shoppen kann. Diesmal was anderes, nicht so ein Wollladen, sondern ein Wollfärbeladen. Ja, also es war richtig interessant, hat Spaß gemacht. Ja, ich fand die Tiere toll. Also ja. Ich finde sie immer noch toll. Und es wird vielleicht kein Tier in meiner Handtasche landen. Ich kontrolliere. Mist. Ich meine, der Hund in der Handtasche wäre ein bisschen schwierig. Das ist eine Frauenhandtasche. Wir haben keinen Boden. Das ist die vierte Dimension. Da passt dann so viel in so eine kleine Handtasche. Was gehört, Gretchen? Mhm. Genau. Also, wir essen jetzt Kuchen und lasst es uns gut gehen. Und ich hoffe, ihr lasst es euch auch gut gehen. Tschüss. Tschüss.